Energy Drinks. Mein Gott. Die meisten wissen gar nicht, wie Energie im Körper entsteht. Und das ist ein großes Problem, weil wenn man dann Energie haben möchte, schaut man an den falschen Stellen. Wir werden mit unglaublich viel Energie geboren. Kleine Kinder haben, ohne dass man ihnen irgendwelche Energy Drinks verabreicht, ein Übermaß an Energie. Das ist spitze, weil unser Körper auf Energie aus ist. Der hat eigentlich alles, was er braucht, um Energie zu produzieren. Und je älter wir werden, desto stärker wird unsere Belastung und desto stärker brauchen wir unsere Energie für häufig unnötige Dinge. Und mir geht es auch sehr stark um junge Menschen. Ich bin selber Vater von einer zauberhaften Tochter und ich sehe, wie sie aufwächst und wie Ernährung Kinder auch beeinflusst. Energy Drinks machen nichts anderes, als künstlich dem Körper vorzugaukeln, dass Energie zur Verfügung steht. Und so schnell wie sie da ist, geht sie auch wieder weg. Es hat tatsächlich absolut nichts mit nachhaltiger und guter Körperenergie oder gar Lebensenergie oder Lebenskraft zu tun. Die kommt wirklich hauptsächlich durch Wasser in den Körper. Unser Körper benötigt Wasser, um richtig zu funktionieren. Und er benötigt alle wichtigen Moleküle und Inhaltsstoffe, die der Körper grundsätzlich hat, um seine Fähigkeit, seine Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Also bitte, liebe Eltern, liebe Kinder da draußen, lasst es, diese Energy Drinks irgendwie in euch reinzuhauen. Trinkt einfach Wasser, viel Wasser und am besten Wasserstoffwasser, weil da kommt nochmal ein bisschen Energieschub dazu.